Wie kann ich ein Schweizer Auslandskonto eröffnen 2022? Schritt für Schritt. Die Zentralbanken drucken Geld wie nie zuvor. Das Vertrauen in die Europäische Union, in den Euro und in den US-Dollar ist am Nullpunkt angekommen. Fakt ist, die Welt ist unsicherer geworden. Noch nie zuvor in der langen Geschichte der Schweizer Banken ist so viel Geld in die Schweiz geflossen wie in den letzten zwei Jahren seit dem Ausbruch von Covid-19. Noch nie hatten wir so viele Anfragen zu Schweizer Auslandskonto eröffnen. Heute erfahren Sie von einem Insider aus erster Hand, wie Sie in der Schweiz ein Auslandskonto eröffnen online und wie Sie Ihr Geld in Sicherheit bringen können. Es folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. In nur einer Woche ist Ihr Konto in der Schweiz operativ mit einer der sichersten Banken der Welt. Bringen Sie Ihr Vermögen weg in die sichere Schweiz, bevor man es Ihnen wegnimmt. Bleiben Sie dran! Caputo & Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Guten Tag, hier spricht Enzo Caputo. Ich berate internationale Privatkunden aus aller Welt. Ich war Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Zuvor leitete ich die Rechtsabteilung einer Schweizer Bank. Danach gründete ich die Boutique-Anwaltsfirma Caputo & Partners und den Blog SwissBankingLawyers.com. Hier finden Sie alle Informationen zu Vermögensschutz, Vermögensaufbau und wie man Steuern spart. Auf unserer Webseite SwissBankingLawyers.com finden Sie auch das Online-Formular zum Schweizer Auslandskonto. Füllen Sie es aus, hinterlassen Sie Ihren Namen, Adresse, Geburtsdatum auf dem Formular, laden Sie Ihre Passkopie und Ihren Lebenslauf aufs Formular. Wir reagieren innerhalb 24 Stunden. Wir machen mit Ihnen einen Termin für ein Erstgespräch ab. Das Erstgespräch mit mir persönlich, Herr Volt am Telefon oder mit einem Zoom-Videocall. Erst wenn Sie wirklich überzeugt sind, zahlen Sie das Beraterhonorar für die Aufnahme als Mandant. Die Höhe des Honorars wird später im Video besprochen. Die Zustellung des schriftlichen Mandatsvertrages erfolgt nach Eingang der Bezahlung des Beraterhonorars. Erst nach Unterzeichnung des Mandats greift die anwaltliche Schweigepflicht. We fight for your money. Mit uns finden Sie die sicherste Bank der Welt und einen Best-in-Class-Vermögensverwalter. Aus 288 Banken und aus über 2500 Vermögensverwaltern wählen wir für Sie das Beste vom Besten aus. Unsere Vermögensverwalter erzielt in den letzten 13 Jahren durchschnittlich eine Rendite von 8-12% im Jahr. Die Beratung erfolgt via Telefon, Videocall und E-Mail. Je nach Wohnsitz, Nationalität und Business, welches Sie haben, kommen nur bestimmte Banken oder nur ganz bestimmte Vermögensverwalter in Frage. Wir zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen Privatbanken auf, bis Sie sich für eine ganz bestimmte Privatbank aus 115 Privatbanken entscheiden. Wir empfehlen nur wirklich sichere Banken, nämlich Privatbanken. Nämlich Banken, die keine Derivative und keine riskanten Kredite vergeben. Unsere Banken zeigen sich durch eine sehr große Eigenkapitalquote aus. Sehr wichtig, Tier 1 Capital Ratio. Mehr als 20%. Nur die sichersten Banken sind uns gut genug. Erst jetzt verlangen wir von der Bank einen Vorbescheid, ein sogenanntes Pre-Approval. Nachdem wir die für Sie sicherste Bank gefunden haben, machen wir ein Telefonat oder ein Zoom-Video-Call zum Thema Kundenidentifikation. Auf Englisch Know Your Customer, Herkunft des Vermögens, auf Englisch Source of Funds, Anlagestrategie, Vermögensschutz und vieles mehr. Wir helfen beim Aushandeln von fairen Konditionen. Für unsere Kunden handeln wir alles inklusive Gebühren mit der Bank und Vermögensverwalter aus. Das bedeutet für Sie, Sie fahren viel besser. Sie kommen besser weg. Die Bank erteilt den Vorbescheid, den Pre-Approval. Das bedeutet, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Kontoeröffnungsantrag bewilligt wird. Weist die Bank Sie als Anleger ab, suchen wir sofort eine andere Bank. Ein Konto für Sie finden wir immer, auch in scheinbar aussichtslosen Situationen. Wissen Sie, es gibt immer eine Lösung. Die Kontoeröffnungsformulare der Bank werden via DHL oder FedEx zugestellt. Sie füllen die Kontoeröffnungsformulare aus. Die steigende Anzahl von internationalen Steuerabkommen, strenge Geldwäschereibekämpfung und länderübergreifende Regulierung
Die sogenannten Cross-Border-Rules machen die Kontoeröffnung mühsam. Also kein einfaches Unterfangen, sodass immer mehr Anleger professionelle Hilfe suchen. Wir beantworten alle Fragen beim Ausfüllen der Formulare. Auf Wunsch bieten wir das gemeinsame Ausfüllen der Kontoeröffnungsformulare an. Wir helfen bei schwierigen Kontoeröffnungen. Das sind Konten mit erhöhten Geldwäscherei und Reputationsrisiken für die Bank, wie zum Beispiel We fight for your money. Politisch exponierte Personen, sogenannte PEP-Konten, Anleger mit Vorstrafen oder die im Internet oder im Worldcheck keinen guten Ruf haben oder sonst wie Leute, die negativ auffallen oder aufgefallen sind. Haben sie ihr Vermögen mit sensitiven Geschäften aufgebaut, müssen sie aufpassen. Ein falsches Wort an die Bank und sie machen nie mehr ein Konto in der Schweiz auf. Erzählen sie der Bank ja nichts über unklare Immobiliendeals, nichts über Deals mit Luxusjachten, nichts über teure Autos, nichts über Private Jets, nichts über Rohstoffhandel, nichts über Adult Entertainment, nichts über Edelmetalle, nichts über Diamanten, Diskotheken, Casino, Wechselstuben etc. Das sind absolute Dealbreaker. Ist Ihr Vermögen auf eine der aufgezählten Geschäfte zurückzuführen? Dann müssen wir diese Informationen geschickt zusammenstellen, dokumentieren und der Bank wirklich sorgfältig präsentieren. Andernfalls haben wir keine Chance, ein Konto zu eröffnen. Darunter fallen auch Geschäfte mit Ländern, die mit Embargo oder Sanktionen behaftet sind. Darunter fallen auch Zahlungen aus Ländern mit schwacher Regulierung, hohem Corruption Perception Index, also hohem Korruptionsindex, Länder mit Drogenproduktion oder Länder, die einfach Drogentransitländer sind. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Wir bereiten Sie auf das Interview mit der Schweizer Bank vor, falls die Bank ein persönliches Treffen verlangt. Wir coachen Sie gerne, wenn sensitive Geschäfte involviert sind. Gehen Sie ja nicht alleine zur Bank. Machen Sie nichts alleine. Ihr Schweizer Banker ist nicht Ihr Freund, wenn es kritisch wird. Merken Sie sich das. Alleine haben Sie keine Chance. Die Schweizer Banken haben heutzutage so viele Anfragen, dass sie wählerisch geworden sind. Sie weisen gerne Kunden ab, sie riskieren auf eine schwarze Liste von der Banken zu enden und sie merken nichts davon. Das heißt, sie merken dann schon etwas davon, aber dann ist es schon lange zu spät. Anleger mit hohem Geldwäschereirisiko will die Bank persönlich treffen. Hier ist der Online-Onboarding-Prozess nicht möglich. Die Bank wird auf ein persönliches Treffen beharren. Vermeiden Sie folgende Fehler mit der Bank. We fight for your money. Diese Fehler sind vorauseilender Gehorsam, unnötige Ausführungen, widersprüchliche Dokumente und übertriebene Ehrlichkeit. Gutgläubiger Anleger haben schon manche Kontoeröffnung torpediert. Der Banker ist nicht Ihr Freund, dem Sie alles erzählen können. Merken Sie sich das. Alles, was Sie sagen, wird protokolliert und kann gegen Sie verwendet werden später. Deshalb coachen wir Sie vor dem Interview. Wir sagen der Bank das, was sie hören will, aber nicht mehr. Wir machen keine Eigengoals, indem wir zu viel erzählen und Angriffsfläche schaffen. Als Mandant einer Schweizer Anwaltskanzlei profitieren Sie von einem absoluten Anwaltsgeheimnis. Das ist absolut wesentlich bei kritischen Kontoeröffnungen. Alle Informationen, die Sie uns geben, unterliegen der beruflichen Schweigepflicht. Wir verpfeifen unsere Kunden nicht, auch nicht bei Steuerhinterziehung und schon gar nicht bei Steuerbetrug. Wenige wissen, dass in den Ländern der Europäischen Union die Anwälte eine Meldepflicht bei Steuerhinterziehung haben. Das bedeutet, dass Anwälte in der Europäischen Union ihre Kunden bei Verdacht auf Steuerhinterziehung anzeigen müssen, beziehungsweise sie müssen sie verpfeifen. Das ist Denunziantentum. Gilt doch das Anwaltsgeheimnis in der EU nicht bei Steuerhinterziehung. Schweizer Banken sind verpflichtet, bei Geldwäschereiverdacht die gesetzlichen Meldepflichten zu erfüllen. Bei uns können Sie hingegen sicher sein, nicht verpfiffen zu werden. We fight for your money. Da wir die Abklärung zum wirtschaftlichen Hintergrund vor dem Kontakt mit der Bank bereits hinter uns haben, erleben Sie bei uns keine bösen Überraschungen. Wir werden Sie nicht mit der Bank kurzschließen, wenn wir nicht absolut sicher sind, dass Ihr Kontoeröffnungsantrag bewilligt wird. Im Gegensatz zu Banken und EU-Anwälten können Sie uns alles offenlegen. Sie haben nichts zu befürchten. Wir machen keine Meldungen. Wir verpfeifen unsere Kunden nicht.
Sie unterliegen vollends dem Anwaltsgeheimnis. Diesen Schutz erhalten Sie nur bei einem Schweizer Anwalt. Es gibt nun zwei Optionen für Sie. Option Nummer 1, Auslandskonto eröffnen online. Sie senden die ausgefüllten Kontoeröffnungsformulare im Original zurück. Option Nummer 2, Kontoeröffnung vor Ort in der Bank. Persönliches Treffen in der Bank in Zürich, wobei die Kontoeröffnung auch gleich unterzeichnet wird. Wenn es geht, sollten Sie das Konto persönlich eröffnen. Jetzt besprechen wir das Asset Protection Agreement. Was ist das? Was ist ein Asset Protection Agreement? Ich überwache als Anwalt die Bank und den Vermögensverwalter. Diese Überwachung regeln wir mit dem Asset Protection Agreement. Meine Überwachungstätigkeit ermöglicht ein sofortiges Reagieren, zum Beispiel bei neuen Steuergesetzen und Regulierungen. Erst wenn die Compliance-Abteilung der Kontoeröffnungsantrag akzeptiert und bewilligt, bekommen Sie die IBAN-Number, die International Bank Account Number. Frühestens 7 Tage nach dem Erstgespräch ist das Konto operativ. Es kann aber auch sein, dass die Bank noch mit 2 oder 3 Zusatzfragen kommt. Diese Zusatzfragen beantworten wir dann umgehend, aber wohlgemerkt, stets in Absprache mit Ihnen. Vermeiden Sie sinnlosen Aktionismus mit der Bank. Sie könnten die Kontoeröffnung torpedieren, Sie könnten sich die Finger verbrennen. Wir beraten Sie auch für einen diskreten Transfer des Vermögens in die Schweiz. Hier können Sie viel Geld sparen, wenn Sie das richtig machen. Es können direkt Wertschriften aufs neue Depot transferiert werden, ohne das bestehende Portfolio bei der Hausbank am Wohnsitz liquidieren zu müssen. Geldüberweisungen in Schweizer Franken sind viel diskreter als Geldüberweisungen in Euro, die einen Umweg über Frankfurt machen, oder Geldüberweisungen in US-Dollar, die über New York abgewickelt werden. Meiden Sie Transaktionen in Euro und in US-Dollar. Die Korrespondenzbanken könnten Ihr Geld blockieren und Sie mit unangenehmen Fragen belästigen. Erst jetzt erfolgt die Überweisung des Vermögens aufs neue Schweizer Frankenkonto, aufs neue Schweizer Konto. Die Mindesteinlage ist idealerweise 1 Million Euro, US-Dollar oder Schweizer Franken. Erst jetzt erfolgt auch die Besprechung der Anlagestrategie mit dem Vermögensverwalter. Wie viel kostet eine Kontoeröffnung bei Caputo & Partners, also bei uns? Das Honorar richtet sich nach dem Schwierigkeitsgrad und dem Zeitaufwand. We fight for your money. Einfache Kontoeröffnungen kosten in der Regel zwischen 2.500 und 10.000 Euro, je nach Wohnsitzland oder Business des Anlegers. Eine komplexe Kontoeröffnung für eine Gesellschaft mit internationalen Geldflüssen oder ein PEP-Konto mit erhöhten Geldwäschereirisiken kann aber durchaus 100.000 Euro kosten oder sogar noch mehr kosten. Ein PEP-Konto, ein Konto mit einer politically exposed person, ist ein Konto für eine politisch exponierte Person. Wir beraten risikoexponierte Anleger bei der Scheidung, beim Verkauf des Unternehmens. Wir beraten Chirurgen in Sachen Vermögensschutz mit Asset Protection und Offshore-Strukturen. We fight for your money. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir schützen Ihr Vermögen mit einem Cook Island Asset Protection Trust oder Jersey Asset Protection Trust mit Schweizer Treuhänder. Liegt die Schenkung der Vermögenswerte an den Trust mindestens 2 Jahre zurück, kann niemand mehr diese Schenkung an den Trust anfechten. Das ist der Vorteil, das ist der Asset Protection Effekt. Diese spezielle Anfechtung nennen wir Juristen die paulianische Anfechtungsklage zu Ehren des römischen Juristen Paulus, der die paulianische Anfechtungsklage vor 2000 Jahren erfunden hat. Jetzt erkläre ich Ihnen den wichtigsten Begriff bei der Kontoeröffnung. Was versteht man unter dem Begriff Herkunft der Vermögenswerte, Source of Funds, Origin of Funds? Anleger fragen uns immer wieder, wieso die Banken so detaillierte Fragen zur Herkunft der Vermögenswerte stellen und die entsprechende Dokumentation dazu verlangen. We fight for your money. Manche Anleger empfinden diese Interviews als Verhör. Glauben Sie mir, besser, wir fragen Sie, bevor Sie mit der Bank ins Rudern kommen. Wir stellen diese Fragen nicht, weil wir neugierig sind. Vielmehr wollen wir die gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäschereiprävention erfüllen, und zwar bevor das Dossier der Bank vorgelegt wird. Bei Unregelmäßigkeiten können wir rechtzeitig eingreifen. So können wir das Konto schnell und unkompliziert eröffnen. Wir wissen sehr genau, was die Bank hören will. Die Schweizer Banken haben Milliarden an Bußgelder für frühere Affären mit Schwarzgeld bezahlt. Sehr hohe Bußen. Banken haben panische Angst davor, dass der Name der Bank in den Medien
mit Geldwäscherei assoziiert wird. We fight for your money. Wissen Sie, es braucht Jahrzehnte, um eine gute Reputation aufzubauen, aber nur einen Tag, um diese gute Reputation zu vernichten. Der Druck aus der Europäischen Union und aus den USA auf den Schweizer Finanzplatz nimmt zu. Der Schweiz wird vorgeworfen, sie sei mit der Geldwäschereibekämpfung nicht genügend streng. Die Wahrheit ist, dass dies vorne und hinten nicht stimmt. Schweizer Banken nehmen die Prävention der Geldwäscherei sehr wohl ernst. Und wie? Sie wollen verhindern, dass verbrecherisch erlangte Vermögenswerte das Ansehen des Finanzplatzes Schweiz zerstören. Gerade heute, wo die Banken mit Kontoeröffnungsanfragen aus dem Ausland bombardiert werden, sind sie noch wählerischer geworden. Merken Sie sich, gute Banken stellen Fragen. Gute Banken stellen Fragen. We fight for your money. Sie dokumentieren die Herkunft der Vermögenswerte. Stellt Ihnen eine Bank keine Fragen zur Herkunft der Gelder, dann sollten Sie sofort aufstehen und die Bank blitzartig verlassen. Nur schlechte Banken stellen keine Fragen. Banken, die keine Fragen stellen, sind keine guten Banken. Sie sind nicht reguliert und somit gefährlich für Ihr Geld. Mit solchen Banken, die keine Fragen stellen, werden Sie Ihr Geld verlieren. Das garantiere ich Ihnen. Alles schon erlebt. Wissen Sie, diese Welle habe ich alles erlebt. Es gibt zwei wichtige Elemente der Geldwäschereiprävention. Die Plausibilisierung und Dokumentation des wirtschaftlichen Hintergrundes der Vermögenswerte und die genaue Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten, also des Kunden, des Beneficial Owners. Wir nehmen den Banken die Arbeit ab, wir verkürzen dadurch den Kontoeröffnungsprozess für Ihr Schweizer Auslandskonto. Wir beseitigen Unklarheiten, Widersprüche und Gefahren im Voraus, bevor wir den Anleger bei der Bank einführen. Dadurch schützen wir unsere Anleger vor der Bank, abgewiesen zu werden oder im schlimmsten Fall von einer Geldwäscherei-Verdachtsmeldung. We fight for your money. Mit uns kommen Sie ohne Komplikationen schnell ans Ziel. Mit uns finden Sie eine der sichersten Banken der Welt und einen der besten Vermögensverwalter der Welt, der Ihr Vermögen schützt und Schritt für Schritt vermehrt und aufbaut. Insider-Informationen wie diese finden Sie nicht in Universitäten, in Bibliotheken oder im Internet. Wenn Sie diese Insider-Informationen mögen, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Wenn Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen möchten, dann drücken Sie jetzt auf den Subscribe-Button und auf die Glocke. Wenn Sie ein Schweizer Auslandskonto online eröffnen wollen, sollten Sie das Formular auf unserer Webseite ausfüllen und uns zustellen. In nur einer Woche wickeln wir die ganze Kontoeröffnungsprozedur ab, damit Sie sofort Ihr Geld in die sichere Schweiz transferieren können. Wenn Sie eine vertrauliche Frage haben, die Sie nur mit mir besprechen möchten, greifen Sie jetzt zu Ihrem Mobiltelefon und wählen Sie jetzt 00414421244. Rufen Sie jetzt an. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.